Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen zu unserem heutigen Event. Herzlich willkommen bei ProGroup. Herzlich willkommen in den Hallen und Räumlichkeiten, wo am 2.11.1992 alles begann. Wir werden Sie heute Abend ein wenig durch die Geschichte von ProGroup führen. Wir werden Ihnen Konzepte, Gedanken und Menschen vorstellen, die das Unternehmen geprägt haben, und gemeinsam mit Ihnen einen Blick zurück und nach vorn zu werfen. 1992 begann alles auf einem weißen Stück Papier. Nach Abschluss meiner Studiengänge konnte ich 10 Jahre lang Erfahrungen in einem großen Konzern in unserer Branche sammeln. Ich konnte erleben, was Unternehmen in dieser Industrie gut können, was sie weniger gut können, wo sie ihre Stärken und Schwächen haben. Nach ungefähr 10 Jahren sehr erfolgreichen Wirkens hat mich die unternehmerische Herausforderung gepackt, und ich wollte dieses Wissen verbinden mit Erkenntnissen aus der Zeit, in der sich die Gesellschaft verändert hat, hin zu mehr Individualisierung, in der sich Technologien verändert haben, in der sich die Automobilindustrie zum Beispiel in einer starken Krise befand und über den MIT-Report das konsequente Spezialisierung und Zusammenarbeiten in Wertschöpfungsketten erfunden wurde. Aber auch eine Zeit, in der der Popcorn-Report den langfristigen Trend des Cocooning beschrieben hat, das heißt das Zurückziehen in sein sicheres Zuhause, das Bestellen von Gütern und sich beliefern lassen, all das, was wir heute in der Welt des Internets erleben. Diese Erkenntnisse versuchte ich zusammenzufassen, zusammenzubringen in ein Geschäftsmodell, das genau dazu passt. Eine berauschende Aufgabe, die zu dieser Zeit vor mir lag, die das Konzept geprägt hat und dazu führte, dass ich den Gedanken freien Lauf lassen konnte, eine Greenfield-Strategie entwickelt habe, Technologieführerschaft in Verbindung mit Greenfields, mit einer Greenfield-Strategie, nur neue Werke, nur junge, gut ausgebildete Mitarbeiter, um der Anforderung dieser Zeit, nämlich Just-in-Time-Lieferung in höchster Zuverlässigkeit zu mindestens gleichen Preisen zu garantieren. So entstand zusätzlich der Begriff des Computer Integrated Manufacturing, denn es war die Zeit, in der sich auch die Technologie so entwickelt hat, dass Hardware und Software im Zusammenspiel es ermöglichte, Maschinen effizient zu steuern, Kleinauflagen hochproduktiv herzustellen und eine gläserne Fabrik aufzubauen. Computer Integrated Manufacturing, all das Zusammenspiel zwischen Technologie, Menschen und Anforderungen der Märkte führten zu dem Konzept von ProGroup.